Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir sind im Basislager der letzte Abgrund. Ich bin ziemlich aufgeregt, denn jetzt geht es ins Finale und das habe ich ja noch nie angesehen oder geschaut. Es hat wieder eine Weile gedauert, sorry dafür, aber jetzt geht's wirklich weiter und ja, bin echt gespannt, wie das Ganze jetzt hier laufen wird. Ich behalte das Sacra Umbra Outfit an, wir haben coole neue Waffen. Ja, ich weiß gar nicht, die haben wir, Void Hammer haben wir jetzt. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt noch neu hatten. Schneeflocke, Militärgewehr. Wir hatten auf jeden Fall zwei neue. Und ja. Eigentlich sind die alle ziemlich gut mittlerweile. Also falsch machen können wir definitiv nichts, denke ich. Pumpgun. Und dann hatten wir doch auch noch diesen Granatwerfer jetzt, ne? Dieses Ding. Da sind unsere Bögen. Was für einen Bogen benutzen wir denn im Moment überhaupt? Ist die Weiße Witwe. Leopard. Alter Hornbogen. Wir wollen natürlich jetzt eigentlich ordentlich Schaden machen. 88%. Ein technisch hochentwickelter Bogen, der auf maximalen Schaden ausgelegt ist. Oder gibt leichter weißere Kurbogen für eine ausgewogene Allround-Effektivität. Ich glaube, ich nehme mal wieder den hier. Der ist, glaube ich, gar nicht schlecht im Moment. Wir können einen Revolver nehmen. Halbautomatische Pistole, schwere Pistole, Mondschatten. Ich gehe jetzt einfach mal über so ein bisschen auf Schaden. Das heißt, die beiden fallen eigentlich schon mal aus. Reibungslos und zuverlässig. Oder mattschwarze halbautomatische Schwerpistole mit einer Endegabel aus Elfenbein im Griff. Ja. Tun die sich da überhaupt viel oder... Dann nehme ich mal die Mondschatten. Hier haben wir jetzt dann die Auswahl zwischen Repetiergewehr, Militärgewehr, Schneeflocke und Goldfang. Ich lasse das jetzt mal. Obwohl Nachladen und so ist ja hier nicht so Bombe. Militärgewehr vielleicht? Ach, hier hätten wir auch noch den Vorboten. Okay, warte mal. Geh nochmal hier zurück. Was haben wir hier noch? Ach nee. Doch, Goldfang. Ja, okay. Ja, okay. Tödliche Gewalt. Ich weiß nicht. Aber da ist natürlich das Laserziel... Ist das überall dran? Das ist überall dran, ne? Laserziel von Granatwerfer, das ist unten nämlich dran. Alles klar. Das spielt also keine Rolle. Das haben wir überall dran. Egal. Granatwerfer ist sowieso mit dabei. Finde ich nicht schlecht. Sieht übrigens ziemlich cool hier rechts aus. Und ich will auch gar nicht so viel Zeit jetzt hier eigentlich verbringen. Wie machen wir das denn mal? Ja. Dass beim Feuern ruhig in der Hand liegt... Das mit tödlicher Gewalt. Ich finde das gut, aber Nachladegeschwindigkeit, Munitionskapazität und so, das ist ja alles nicht so geil. Ich bleib mal dabei. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler. Vollautomatikflinte, ja, 2 von 4, leider. Die kündigt das jüngste Gericht an. 70% oder so. Tja. Lasse ich auch mal einfach so. Und die Kletterachse ist ja sowieso klar. Das Outfit ist auch gleich. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Und würde sagen, los geht's. Mal gucken, wie toll das jetzt wird. Wo dürfen wir denn jetzt mal eigentlich lang? Gehen wir nach unten oder gehen wir nach oben? Ja, oder einfach sterben. Ist auch schön. Vor allem, wenn man so richtig cool ins Finale gerade gehen will, so als Let's Player und so. Ich würde nach links gehen, weil, ja doch, da oben geht's ja weiter. Wie komme ich denn da links rüber? Kannst du noch weiter runter? Nee, sie geht nicht weiter runter. Ja, dann mache ich das hier. Ach, hier soll ich, okay. Na gut. Ah!
keinesfalls in die Kammer der Seelen. Konstantin! Sophia! Könnt ihr ihn mit dem Katapult treffen? Wir versuchen's! Mach dich bereit! Oh oh! Ich glaube nicht, dass ihr damit trefft! Wir versuchen es weiter! Wir laden das Katapult nach! Moment! Kann ich hier irgendwas machen? Der Helikopter ist zu schnell! Wir werden ihn niemals treffen! Dann muss ich das ja wohl machen. Ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Na geil. Lösen Sie mit das Funksignal aus. Wo ist denn der Feuerball? Soll ich jetzt... Ja, toll! Alles klar! Los geht's! Ja, toll geklappt. Shit. Okay. Gib uns Zeit, Lara! Wir laden nach! Gib uns her, Lara! Wir sind schussbereit! Feuer! Und los geht's! Von hier aus werden wir ihn treffen können! Ich weiß, ich muss den Feuerball in der Luft treffen. Macht euch bereit! Nochmal! Wir laden das Katapult nach! Moment! Bereit, wenn du es bist, Lara! Gib uns mal das Signal! Und Feuer! Und los geht's! Nee. Shit! Soll ich machen? Wir laden das Katapult nach! Moment! Nee. Wir laden das Katapult nach. Moment. Okay. Das hat nicht so gut geklappt. Weiß nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Ich kann ja nicht direkt auf den Heli schießen. Ja, das ist schön. Und Feuer! Ja, toll. Warte, ich habe eine Idee. Wenn ich auf den Feuerball schieße, trifft die Explosion vielleicht den Heli. Hoffentlich hast du recht. Gib uns das Signal. Wir sind bereit. Ja. Ja, dann mach. Ich bin bereit. Los! Und los geht's! Ja, dann bitte! Von hier voll scheiße. Ich weiß, ich muss den Feuerball in der Luft treffen. Macht euch bereit. Nochmal. Wir lassen das Katapult da. Moment. Shit. So kann ich nicht schaffen. Gib uns nur das Signal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Gib uns Zeit, Lara. Wir laden nach. Bereit! Auf dein Signal! Muss doch irgendwie gehen. Ja, geil. Vielleicht muss ich hier ein bisschen rumrennen, um diesen blöden Feuerball zu bekommen. Besser irgendwie als, ne? Nee, lass mal. Du blöder Hubschrauber. Muss ja irgendwie, muss ich an hier rankommen. Ich bin bereit. Los! Ah, hier, ist doch gut. Ich hab's gehört. Feuer! Ah. Du musst der Feindling selber kämpfen. Super. Verdammt! So. Schickt eine Einheit. Sofort! Ich will sie tot sehen. Yay, geschafft. So, wo sind die alle jetzt? Oh oh.
Wow. Sind hier viele. Scheiße. Nein. Schnell weg. Okay. Im Moment geht's ja noch. Oh. Wo seid ihr denn jetzt wieder? Da. Pass auf, Lara. Er ist auf dem Weg zu dir. Shit. Nicht schon wieder. Ja, kann die mal aus dem Feuer rausgehen? Ich bin noch nicht fertig. Oh, ey. Ja, mach. Ich weiß gar nicht, wo ich am besten hingehe gerade. Bereit, wenn du es bist, Lara. Komm. Los! Komm, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Shit, zu spät. Okay. Oh. Mist. Es ist aber auch hektisch jetzt hier. Und ich bin nicht mal warm gespielt und nichts. Aber das wird schon noch. Wir richten das Gegengewicht neu aus. Bis gleich voran. Ja, mach mal ruhig. Mach mal, wie du denkst. Ich sterb eine Runde. Shit. So kann ich ihn nicht schaffen. Bereit, wenn du es bist, Lara. Ja, am besten, ich gehe am besten eigentlich wieder hier nicht in die Ecke, finde ich. Ich glaube, ich gehe besser wieder dahin. War gar nicht schlecht. Ey, kannst du mal aufhören zu sterben? Während ich laufe, glaube ich, komme diesem Helikopter echt nicht aus dem Weg, wenn ich hier rumlaufe. Gib uns Zeit, Laura. Wir laden nach. Ja. Gib mir Mühe, hier nicht zu sterben. Wo ist er denn? Ja. Gib uns Zeit, Lara. Wir laden nach. Hier ging's ja. Bereit. Auf dein Signal. So. Jetzt. Ihr habt gehört. Feuer. Das war's. Das ist Schwein. Ja, verdammt. Wenn da unten noch irgendwer am Leben ist. Ich will Frost tot sehen. Das ist der letzte Befehl. Oh.
Da. Mann! Dieses doofe Ding ist im Weg. Ja, jetzt habe ich dich. Nicht schon wieder der Heli. Dieser blöde Helikopter. Ja, super. Okay. Puh, den Helikopter haben wir zumindest schon mal geschafft. Die Frage ist, was mache ich jetzt mit den Typen hier unten? Sind hier nur drei Leute oder sind hier mehr? Den hole ich mir. Was ist er denn? So geht's auch. Okay. Ja, göttliche Kleppwelle. Finden Sie einen Ausgang? Okay, ich sammle mal hier ein, was ich hier noch so nebenbei finde. Was haben wir hier noch? Okay. Noch so Kram. Brauche ich alles nicht. Bin ein bisschen verwirrt hier. Sowieso. Oh. Konstantin, du Arsch.
Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen, keine Helfer, keine Hoffnung. Dieser Ort wird zu ihrem Grab werden. Ich hab meine Dingsbums-Axt. Weiß nicht, dann hole ich mir was. Sie mit mir. Verstecken Sie sich nicht im Schatten. Sind das härtere als geschnitzt. Ja. Mit Objekten ablenken. Ich frage mich, haben Sie Ihren Freund Jonah sterben sehen? Eine Bauchwunde ist ein hässlicher Tod. Geh mal da lang, Vogel. Verblutet er noch irgendwo vor sich hin, während Sie sich vor mir verstecken? Nein! Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seelen. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Okay. Ich kann sie sehen. Wissen Sie, was der ganze Vater jemals war? Er hätte es nie so weit geschafft. Da! Kommt sie an. Oh oh. Mit. Ja, ich kannte ihn. Als meine Schwester sich in ihre Familie einschlägt, war ich da. Der Beobachter im Schatten. Verdammt. Der Vogel. Ich sehe den gar nicht. Da ist er. Sie! Ich sehe sie! Ja. Schön. Wow. Verstecken ist sinnlos. Fügen Sie sich Gottes Willen. Oh Mann! Verkriechen Sie sich nicht. Ich muss mich ja verkriechen. Oh Mann, der ist so schnell. Ja, das war's. Oh Mann. Voll doof. Komm. Jetzt aber. Jetzt nur sie und ich, ja. Lara. Alles klar. Sie haben keine Waffe. Nein, aber ich hab diese komischen doofen Rauchbomben. Aber egal, wo ich hinlaufe, überall ist er immer. Das ist voll dumm. Ja, ich laufe auch echt. Ich muss ja auch hier rumlaufen. So, da ist wieder eine. Ich bleib jetzt einfach. Ist er jetzt so doof und. Nee. Ich wollte nur mal ausprobieren, wenn ich da einfach mal stehen bleibe und nicht weglaufe, ob er dann denkt, dass ich da hinten bin, weil ich das Ding geworfen habe. Aber nein. Jetzt nur sie und ich, Lara. Sie haben keine Waffen. Nee. Keine Helfer. Stimmt, ich bin am Arsch. Doch, schon, wenn man es richtig macht. Verstecken Sie sich nicht im Schatten. Ich hab sie. Ich frage mich, haben Sie Ihren Freund Jonah sterben sehen? Meine Aufwunde ist ein hässlicher Tod. Das ist doch scheiße!
Nimm das Ding doch mal mit. Ja, tot. Verstecken. Ich muss ja diese doofen Rauchbomben einsammeln. Und ich muss die auch zwischendurch mal anmachen. Und ich soll auch weglaufen. Und ich kann nicht nach oben. Und überall, wo die Rauchbomben liegen, ist eine Lücke. Und dann sieht er mich wieder. Aber ist okay. Ich schaff das schon. Jetzt nur sie und ich, ja, Sarah. Auch das ist so eine tolle Stelle. Keine Waffen, keine Helfer, keine Hoffnung. Ja, das bringt's nicht. Nimm sie mit. Mach sie an. Oh, er ist verletzt. Dings. Schnell. Oh Gott. Na. Das war gut. Das war Nummer 1. Nein. Mein Schicksal liegt in der Kammer der Seelen. Jetzt kann mich niemand mehr aufhalten. Oh ja. Sie sind stärker, als Ihr Vater jemals war. Er hätte es nie so weit geschafft. Kommt er rum? Ja, ich kannte ihn. Als meine Haha. Ich bin bestimmt zur Größeren. Das war niemals Ihr Schicksal. Ihre Schwester hat Ihnen das eingeredet. Ich habe es getan. Das alles. Für Sie. Gehen Sie nicht einfach weg von mir. Halt! Trinity hat Ihren Vater getötet. Nein, Sie lügen. Er flehte um sein Leben. Und als ihm das misslang, flehte er um ihres. Sie irren sich! Seien Sie still! Seien Sie einfach still! Ich könnte ihn jetzt töten. Ich darf. Er war so erbärmlich. Aber... Es tat mir leid. Es ist mir egal. Sie sind es nicht wert. Genau. Das ist, er kann sagen, was er will. Soll verbrennen. Genau. Die göttliche Quelle, betreten Sie die Kammer der Seelen. Wir haben es geschafft, Konstantin ist tot. Liebe Leute. Wir können hinauf zu den Kammern, zu der Kammer der Seelen. Und ich werde an der Stelle jetzt einen Cut machen. Es ist ein etwas längerer Part geworden, aber dafür sind wir mitten im Finale. Leute, wir sehen uns im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider.